Mal sehen, was mich so Neues erwartet. Erstmal testen wir die neuen, ja. Al-Haytham, ich glaube, so heißt er. Und eine ganz neue, kleine Heilerin. Ich überlege auch, ob ich versuchen soll, die Heilerin zu ziehen, aber... Sie hat einen Brief für mich, ich habe Angst. Neues Gebiet ist verfügbar. Eine neue Wüste! Warum Wüste? Das passt nicht zu Sumeru. Gibt doch Sumeru nicht Wüste. Denn dann frage ich mich, was hat dann das Pyrogebiet? Weil, was ist heißer als eine Wüste? Vulkan. Eine Lavawelt oder was? Oh je. Gucken wir mal, was er kann. Ich werde ihn nicht ziehen. Oh, nice. Alter. Das ist ein wahres Monster. Der ist krass. Aber ich will den nicht haben. Also ganz ehrlich, wenn er ein zweites Mal kommt, dann will ich ihn ziehen. Aber jetzt noch nicht. Denn ich spare. Vielleicht, wenn ich 180 Gebete habe, dann ziehe ich jedes Gebiet, was ich zu viel habe. Das neue Outfit von der Jaga ist ja geschickt.
Aber was kann Yao Yao? Stark jetzt nicht ihre Fähigkeiten hauen raus. Jetzt habe ich mir aber auch nicht angeguckt, was die Figuren eigentlich so drauf haben. Aber wir haben ja dafür. Wir können nur ja gucken. Ne, hier sind nur meine Figurenhandbuch. Führt einen schnellen Vorstoß aus, fügt Gegnern in der Nähe beim Ende des Vorstoßes Dendro-Schaden und zu und schafft Lichtspiegel. Bei gedrückt halten nimmt diese Fähigkeit einen anderen Modus an. Tritt in den Zielmodus ein, um in dem die Richtung des schnellen Vorstoßes bestimmt werden kann. Wer schafft das? Ich kriege. Wenn zu diesem Zeitpunkt kein Lichtspiegel vorhanden ist, wird ein zusätzlicher Lichtspiegel erschaffen. Lichtspiegel haben folgenden Effekt. Wenn Lichtspiegel vorhanden sind, wird der von Alheistams Standardangriffen, heftigen Schlägen und Angriffen aus dem Fall verursachte Schaden zu Dendro-Schaden umgewandelt, der nicht von anderen Elementen überdeckt werden kann. Wenn Alheistam einen Gegner mit dem zuvor beschriebenen Angriff trifft, führt er Lichtspiegel, einen Projektionsangriff aus, der abhängig von der Anzahl der vorhandenen Lichtspiegel den Oberflächenschaden verursacht. Es können höchstens 3 Lichtspiegel vorhanden sein. Mit der Zeit verschwinden Lichtspiegel allmählich und beim Auswechseln der Figur verschwinden alle Lichtspiegel. Aber solange wir Lichtspiegel haben. Der Typ ist einfach mega krass. Schafft ein besonderes Bindungsfeld. Das heißt. Dann hat man sofort automatisch 3 Lichtspiegel. Jau, jau. Auch Dendro. Eine Dendro-Heilerin wäre mal cool. Kaninchenregen. Die hat einen Hasen. Grübchen in flauschigen Wolken. Okay, bei ihr müssen wir wieder auf LP gehen zum Heilen. Ich glaube, sie wäre ziemlich gut. Ich glaube, sie könnte mein Dendro-Char werden. Versuchen wir unser Glück? Komm, wir versuchen es. Erstmal diese Ankündigung wegmachen. Tier schaffen nicht. Hey, wir haben 99 Gebete. Und wir haben Yao Yao, okay. Das heißt, ich bleib bei meinen 89.
Wir haben die neue Heilerin. Mehr ziehen will ich nicht. Wir könnten locker. So, bei ihr müssten wir auf LP gehen. Oh, was ist die süß? Kriegst du erstmal eine gescheite Waffe? Naja, nicht wirklich. Die passt nicht zu ihr. Leider. Haben wir noch eine? Der Homer-Stab, der erhöht ja nur die kritischen Schaden. Ich dachte, er würde LP erhöhen, aber... Gibt es einen Stab, der auch LP hat? Die hat ein Häschen dabei, ist sympathisch. Ja, ich. Ja, haben wir gerade gezogen. Hast du nicht gesehen, wie ich die gezogen habe? Die haben wir sogar gerade mal gespielt. Probelauf. Oh, Yui und Pepperoni. Oh, wie gut ist das denn? Sie ist also... Ah, ja, sie ist eine... Diesen Charakter kann man auch kostenlos bekommen. Ich hätte es gar nicht... aber egal, dann haben wir sie jetzt. So, Kathrine wollte was von uns. Hallo, wir haben einen Brief für dich. Er ist von Jed. Oh, du kennst Jed also auch?
Wie geht's ihr? Jed? Die Abenteuergilde hat eine offene Partnerschaft mit der Goldbrigade. Es wäre also eher überraschend, wenn ich sie nicht kennen würde. Als sie ankam, sah Jed sehr glücklich aus und sagte, sie freue sich darauf, euch wiederzusehen. Sehr schön, Shiro, schauen wir uns an, was Jed geschrieben hat. An meine beste Freundin Shiro und die kleine Paimon. Es ist schon eine Weile her, ich hoffe, ihr erinnert euch noch an mich. Wie geht es euch? Das war ja eine Nebenmission, die wir gemacht haben. Was heißt die Nebenmission? Die mussten wir machen, um die Wüste richtig freizuschalten. Ohne das hätte man in der Wüste nichts machen können, richtig. In den letzten Tagen habe ich von fernreisenden Karawanen und Abenteurern gehört, dass ihr wieder nach Sumeru gekommen seid. So habe ich diesen Brief geschrieben, um euch zu begrüßen. Ich wohne gerade im Tarnet-Lager, hehe. Dank euch geht es mir gut. Hahaha, ich halte mich kurz. Seit wir uns das letzte Mal getrennt haben, habe ich mich darauf gefreut, euch wiederzusehen und ordentlich zu empfangen. Und nach dem letzten Abenteuer gibt es noch etwas, das unvollendet bleibt. Ich glaube nur, ihr könnt das mit mir zusammen machen. Denn in dieser Angelegenheit vertraue ich nur euch. Die Einzelheiten werde ich euch erst dann erzählen, wenn ihr da seid. Na gut, der Brief ist mein Gesandter. Ich habe Catherine darüber informiert, also vergesst nicht zu kommen. Sieht aus, als ob alles gut für sie läuft. Auf jeden Fall viel besser als letztes Mal. Also ich befürchte wenigstens, dass das ist. Vielleicht irre ich mich ja auch oder es ist jemand anderes, aber ich denke mal schon, dass es nie die, wo wir Nebenmissionen gemacht haben. Aber dieses Tarnet-Lager, es klingt irgendwie vertraut. Waren wir schon mal da? Tarnet ist der Stamm, dem Jed angehört. Sein Lager befindet sich in den Tiefen der Wüste des König Dishred, in der Nähe der Ruinen von Gurabad. Wenn es dir nichts ausmacht, markiere ich es auf deiner Karte. Oh, Catherine weiß ganz schön viel. Weil Catherine die Beste ist. Hehe, ich fühle mich geschmeichelt, Shiro. Um Abenteuern besser dienen zu können, ist es die Pflicht der Abenteuergilde, solch grundlegende Informationen bereitzustellen, wann immer sie benötigt werden. Der Stamm Tarnet hat schon immer gute Handelsbeziehungen zur Abenteurergilde unterhalten. Mit Jed als Vermittlerin haben sie sich in vielen Zusammenarbeiten als zuverlässig erwiesen. Oh, in dem Brief steht auch, dass sie ein paar unerledigte Angelegenheiten machen möchte und uns ausdrücklich gebeten hat, mitzukommen. Wie mysteriös. Hat sie etwas Bestimmtes erwähnt, Catherine? Ich habe kein Recht, in die Privatsphäre des Absenders einzugreifen. Ich fürchte, ihr müsst persönlich dorthin gehen, um das herauszufinden. Es gibt also Informationen, an die selbst Catherine nicht herankommen kann? Es tut mir leid, aber das ist kein Mangel an Fähigkeiten, sondern eine Frage der Professionalität. Wir nehmen diesbezüglich auch keine Beschwerden an. Das Lager der von Tarnet wurde auf der Karte für dich eingezeichnet. Sie werden sich dort für die nächsten 2 oder 3 Jahre niederlassen, wie es bei den Stammeswanderungen üblich ist. Sollten sie sich nicht an diesem Ort befinden, kannst du mich sofort kontaktieren. Ich werde dich so schnell wie möglich über ihre Wanderung informieren. Oha, das ist wirklich nett von dir. Aber Paimon glaubt nicht, dass wir 2 bis 3 Jahre warten werden. Gut, Shiro, wir wissen schon, wo Jed ist. Können wir loslegen, oder? Lass ihn nicht zu lange warten. Dann wendet euch bitte an Jed, um weitere Informationen zu erhalten. Ich hätte fast vergessen, dass dies kein Auftrag der Gilde ist, sondern nur ein Treffen unter Freunden. Wie auch immer, ad astra. Möge euer Wiedersehen zu neuen glücklichen Begegnungen und Abenteuern führen. Ja. Keine Hauptstory, aber eine Nebenmission der besonderen Art. Die erste Nebenmission machen wir auf jeden Fall, den ersten Teil. Tales muss ich nämlich auch noch machen. Neue Waren zum Kaufen beim Kartenhändler, neue Gegner. Für Einladungsstelle verfügbar, neue Gegenspieler verfügbar.
Boah. Die Wüste hat sich vergrößert. Die Wüste geht jetzt einfach hier weiter, Alter. Wüste ist einfach mal jetzt doppelt so groß. Ah, und ja, endlich. Die haben endlich gezeigt, dass das hier unten ist. Ah, oh, das ist gut. Das hat mich nämlich immer gestört. Unterirdische Teleporter sind das Letzte. Aber gibt's nur eine? Gibt's wirklich nur eine? Das ist nur ein Gebiet. Nicht so wie hier in dieser Wüste drei Gebiete. Aber trotzdem groß. Für ein Gebiet. Na, ich wusste ja schon, dass man hier irgendwie hinkommt. Ich hoffe aber, dass hier vielleicht dann das Pyro-Gebiet auch anfängt und nicht gleich wieder ein neues. Die Wüste geht ja hier noch weiter. Aber na gut, dann haben wir halt sehr viel Wüste im Spiel. Ach ja, ich könnte ja mal unser neues Häschen, unser neues Mitglied aufstufen. Boah, wir haben genug Pepperonis. Wir brauchen da nicht sammeln. Aber was brauche ich sonst noch für so? Oh, wir brauchen den neuen Windrow-Gegner. Nee, nee, nee. Dendrobus da ist okay. Ja, das wird ja kein Problem sein, die Dendrobus-Stase immer zu verprügeln. Die haben wir schnell auf Level 90. Okay, ist doch kein so großes Gebiet. Es sieht zwar groß aus, aber es ist halt hier. Ist das hier? Ah, man kommt von der verlorenen Baumschule, kommt man also doch dahin. Stadt der Verstorbenen. Ist unterirdisch. Da gibt es nichts. Ah, das ist auch nur so eine. Gibt keine neuen. Das ist nur fürs Schaffen, die das wären. Kann ich auch die interaktive Map? Es gibt nur unterirdische Karte mit Katana wa ocha to onajiku teinei ni ashiwatte kosso honrai no omomuki ga wakaru mono desu. Okay, wir haben es erreicht. Hey, wer seid ihr? Ach, Räuber. Räuber? Wie unhöflich. Ich bin Mendes, ein Speer, und das ist Hugewe. Geht hat uns hier.
Ja, Jed hat uns einen Brief geschickt. Deshalb sind wir hier. Ein Brief? Zeig ihn mir. Alles klar, Dark. Nun, wenn ihr Jeds Freunde seid, werde ich euch nicht aufhalten. Ihr könnt weiterziehen. Das Lager des Stammes liegt vor euch. Jed ist noch nicht zurückgekehrt, aber Aderfi, Maseira und Juften sind noch im Lager. Sie sind ziemlich freundlich zu Fremden. Ihr könnt zu ihnen gehen, aber wenn ihr es wagt, uns zu täuschen, werden wir nicht zu freundlich sein. Nee, nee, wir haben nicht zu. Da oben ist so ein, das nehmen wir gleich mit. Wenn wir sowas sehen, nehmen wir es mit. Erodierte Stele. In der Wüste gibt es mysteriöse Stelen, auf denen historische Aufzeichnungen angezeigt werden. Links im Bild. Du musst eine andere Gruppe von Stelen mit der historischen Aufzeichnung in der Nähe finden und sie angreifen. Um die Aufzeichnungen darauf anzupassen, bis die Aufzeichnungen der beiden Gruppen von Stelen übereinstimmen. Vor allem, was habe ich denn hier für ein Team? Ich nehme mal wieder das Team. Das war ja mein neues Top-Team. Hä? Was? Wie? Ich denke mal, die Heilerin hochzubekommen ist gar nicht mal so schwer, weil man muss auf LP gehen. Wer seid ihr jetzt? Ich denke mal, die Heilerin kann nämlich auch sehr viel Dendrosch Schaden verursachen und dann kann man da ziemlich gut mit anderen Elementen kombinieren.
haben wir schon mal.